Könnte der Rotashanks eventuell doch nicht so gute Absichten haben, wie wir alle denken sollen? Könnte er sogar eventuell mit den Gorosei unter einer Decke stecken? Oder warum war er in Chapter 907 bei den Gorosei? Warum hält er sich allgemein aus dem ganzen Geschehen raus? Was plant er? Das ist die Frage, die wir heute klären. One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Und damit begrüße ich euch alle recht herzlich zu einem erneuten One Piece Video und ihr habt gerade schon die erste Frage gehört und zwar werde ich heute wieder einige spannende One Piece Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, werde ich beantworten und eine kriege ich immer wieder und zwar gerade nach dem einen Chapter 907, wo Shanks halt bei den Gorosei war, ob er eventuell doch nicht gut ist und als riesen Plot Twist, ob Oda das eventuell alles so aufbaut, als riesen Plot Twist, dass er am Ende doch böse ist. So, erstmal muss man sagen, gut und böse ist eh irgendwie schwer zu definieren in der One Piece Welt, weil nach eigenen Ansichten ist jeder irgendwie gut. Natürlich, wenn man aber Unschuldige tötet, wie die Weltregierung auf Ohara einfach einen Wastercall ausführt und da einfach unschuldige Kinder und Frauen und irgendwelche Männer umbringt, dann kann, glaube ich, keiner von sich selber behaupten, dass er gut ist. Aber ich glaube, selbst da behaupten viele einfach nur, dass sie ihre Arbeit ausführen. Aber Leute, selbst die Piraten, Big Mom auf ihre Art und Weise, ist auch gut. Aber für mich ist jemand in der One Piece Welt halt, wie gesagt, böse, wenn er mit der Weltregierung, also mit denen, die auch wirklich die krassen Befehle geben von oben, wenn Leute mit denen kooperieren und mit denen unter einer Decke stecken. So, und das wirklich wirkt halt nur mal so, dass Shanks seit Chapter 907 Gorosei vielleicht irgendwas zu schaffen hat. Aber Leute, da muss ich mich ganz klar von distanzieren. Ich glaube das auf keinen Fall. Ich selber persönlich glaube das nicht. Es gibt zu viele Gründe, die dagegen sprechen, dass Shanks böse ist und moralisch böse Absichten hat in der One Piece Welt. Ganz ehrlich, wie unbefriedigend und beschissen wäre das, wenn er wirklich böse wäre, Leute. Das wäre einfach total schwachsinnig und es macht auch 0% Sinn, meiner Meinung nach, dass Shanks ansatzweise irgendwie böse ist. Und es wäre auch für mich kein cooler Plot-Twist. Es wäre für mich einfach nur traurig, dass so ein Charakter einfach weggeschmissen wird dann. Und als Antagonist kann ich mir einen 0% vorstellen. Und er war nun mal bei den Gorosei, bei den Fünf Weisen und hat mit denen geredet über einen bestimmten Piraten, aber wahrscheinlich nicht aus bösen Absichten, wahrscheinlich auch nur aus guten Absichten. Außerdem haben wir Shanks gesehen, wie er sich verhält, wir haben gesehen, was für Leute er um sich hat, wir haben gesehen, dass er jetzt sogar eventuell dann das eine Kind gezeugt hat mit Makino und mit ihr verheiratet ist. Außerdem war er bei der Hinrichtung bei Roger und hat geweint und alles und hat den Strud auch von Roger bekommen und alles. Und dass er jetzt als großer Plot-Twist am Ende böse ist, würde für mich wirklich keinen Sinn machen. Aber wie gesagt, ich bin gefragt wurden darauf immerhin wieder, deswegen wollte ich es auf jeden Fall innerhalb eines Videos, eines FAQs, eines One Piece FAQs hier unbedingt mal abdecken. Das war nur eine Frage, Leute. Wir machen weiter mit der nächsten. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall zu der Shanks-Frage, ob er böse ist oder nicht. Was glaubt ihr? Ist da überhaupt eine kleine Chance, dass eventuell Oda da so einen Plot-Twist einbaut? Ist es möglich? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Eine weitere Frage, die ich bekommen habe, ist bezüglich der Germa Doppel 6, wie sie oft ausgesprochen wird, oder die Germa 66 einfach, und zwar die Brüder, beziehungsweise auch die Schwester, also Reiju und auch der Vater von Sanji. Was ist mit denen? Was passiert jetzt noch nach den nach Whole Cake Island? Sie haben ja wirklich, sie haben extrem viel dazu beigetragen, zur Hilfe, zur Rettung von Sanji, zur Flucht der Sunny. Dazu haben sie wirklich beigetragen. Sie haben Sanji und Ruffy geholfen, des Todes. Also wirklich, sie haben sich da geopfert auf dem Platz. Und am Ende haben sie wirklich nochmal einiges gut gemacht. Natürlich haben sie auch viel Scheiße gebaut, auch gerade der Vater. Dann hat er da geweint und alles so. Und sie sind meiner Meinung nach auch wirklich nicht so stark, obwohl sie mit ihren super krassen Anzügen am Ende da, also übertrieben stark dargestellt wurden. Sie waren schneller, sie waren stärker und sie waren krasser als Sanji danach so. Und Sanji war einfach langsam. Und wurde dann noch, ihm wurde unter den Armen noch geholfen. Letztendlich wurde da, er wurde weggeschossen von denen, weil er letztendlich zu langsam sonst wäre und die einfach viel schneller sind als er. Natürlich ist das nur aufgrund der Anzüge und so, aber man muss sagen, dass sie ja die Anzüge haben normalerweise. Natürlich, es gibt Situationen, wo sie die nicht haben und dann sind sie nicht so stark, aber das, was wir gesehen haben, war ziemlich krass am Ende noch. Da muss man ganz ehrlich die Hände runternehmen. Und ich habe am Anfang auch mit dem Finger auf die gezeigt und habe gedacht, okay, die sind ja nicht so krass, Sanji würde die alle auseinandernehmen, aber mit diesen Anzügen am Ende haben sie wirklich Größe bewiesen. So, was für eine Relevanz haben sie jetzt noch nach Cake Island? Und das ist die große Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht mehr großartig jetzt in der Story mit eingebracht werden, weil Sanji hat mit denen letztendlich abgeschlossen, er hat seine Meinung gegeigt, er hat gezeigt, dass er krass ist und ich denke, sie werden von denen noch in der Zeitung was lesen. Ich denke aber trotzdem, dass sie sich noch sehen werden, dass sie in das Geschehen nochmal reinkommen irgendwann, irgendwie, dass sie eventuell auch im letzten Krieg gegen die Weltregierung mithelfen und sonstiges. Das kann ich mir vorstellen. Gerade Reiju als guter Charakter auf dieser Seite, die schon von Anfang an so richtig gut war, die Ruffy gerettet hat und alles. Ich glaube, dass die auf jeden Fall, also dass die Germa 66, die Windsmokes auf jeden Fall nochmal kommen. Die Frage ist halt, wann ist dafür Platz? Also Wano Kuni auf jeden Fall nicht. Der Arc danach, wenn das Elban ist oder sonstiges oder ein sonstiger Arc oder es geht dann vielleicht nach Baltigo, wo jetzt vielleicht Blackbeard seine Basis hat oder sonstiges, weiß man ja nicht genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass Baltigo Island jetzt unter Blackbeards Besitztümern ist, dass er letztendlich da seine Basis auch gegründet hat auf Baltigo Island. Baltigo Island ist die Insel von den Revolutionären, also da hatte Dragon seine Basis jahrelang und die wurde letztendlich ja zunichte gemacht von Blackbeard und ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt vielleicht seine
Basis aufbaut, weil wie gesagt, die Insel war immer im Versteckten, die ist wahrscheinlich dann auch ziemlich schwer zu erreichen und das ist, glaube ich mal, ein guter Punkt, eine gute Basis für einen Kaiser, der eh so ein bisschen da unterm Radar ist und sein Ding macht und es immer stärker wird wie Blackbeard. Ich glaube, das ist der perfekte Ort, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er Baltigo Island eingenommen hat. Und Baltigo Island wäre auch am Ende wirklich vom Setting, dieses große, diese weiße Kalkwüste oder wie auch immer man das nennen soll, diese Gesteinwüste, wäre auch ein geiles Setting so für einen Kampf und ein geiles Schlachtfeld, weil es ist eine riesen Einöde und es wäre perfekt für einen Kampf, Ruffy gegen Blackbeard oder allgemein ein riesen Kampf am Ende. Blackbeard, also die Blackbeard-Bande gegen die Strohhut-Bande oder sonstiges und wann das kommt, weiß man nicht. Und ja, um wieder den Kreis zu schließen, wann soll die Germa 666 irgendwie mithelfen? Da wäre, wie gesagt, eigentlich nur als Fraktion, dass sie als Fraktion unterstützen gegen die Weltregierung, dann einfach Ruffy und seiner Riesenallianz dann unter die Arme greifen noch. Eine weitere Frage ist von Justus Steck. Der hat gefragt, wer kann es momentan mit Ruffy aufnehmen? Da muss ich sagen, das ist eigentlich so eine, ich will nicht sagen dämliche Frage, aber es gibt ja unendlich viele zurzeit in One Piece Welt immer noch, die es mit Ruffy aufnehmen können, theoretisch. So, wenn wir alleine Kizaru sehen oder Akainu oder ein Kaido oder so oder selbst Big Mom, würde ich schon sagen, oder Shanks, da würde ich schon sagen, die können es mit ihm aufnehmen. Aber man muss trotzdem jetzt auch mal an diesem Zeitpunkt, muss man einfach erwähnen, wie krass Ruffy ist mit Gear 4, Snake Man, mit seinem Haki und allgemein mit der Fähigkeit, sich zu adaptieren in einem Kampf und sein Haki einfach anzupassen, zu stärken, sein Limit zu durchbrechen. Das ist extrem heftig. Deswegen muss man auch ganz ehrlich, also die Frage ist eigentlich gerechtfertigt, weil, wie gesagt, ich bin mir gerade sogar unsicher, dass er gegen einen Kaiser verlieren könnte. Natürlich, es ist jetzt zurzeit zu dem Zeitpunkt, das, was wir gesehen haben, er hat die rechte Hand, also letztendlich einen Kommandanten, den stärksten Kommandanten Katakuri, hat er ganz knapp besiegt, also wirklich knapp und konnte danach auch nichts mehr machen. Ganz knapp besiegt und Katakuri ist, glaube ich, nicht mal 90% so stark wie Big Mom. Ich glaube, dass Big Mom noch mal einiges krasser ist. Und wenn ich dann nochmal wirklich jetzt mal persönlich sagen muss, glaube ich, dass Big Mom die schwächste Kaiserin ist von allen. So. Aber man kann das natürlich nicht so sagen jetzt einfach, ja, Ruffy kann Big Mom nicht besiegen, weil das Ding ist, die haben ja noch nicht gekämpft. Würden sie richtig ernst mal gegeneinander kämpfen, könnte Ruffy eventuell sogar jetzt eine Big Mom besiegen. Na klar, von dem, was wir gesehen haben, noch nicht, aber Ruffy hat halt wirklich diese Fähigkeit, in einem Kampf sich zu adaptieren, Leute. Das müsst ihr immer wieder verstehen und dass das auch eh so geschrieben wird von Oda. Dass eventuell, natürlich, es kann mal zu einer krassen Niederlage kommen oder so, das gehört auch mal dazu, zu einem schonen Manga, aber dass Ruffy sich einfach anpasst in einem Kampf. Weil Haki wird einfach krasser während des Kampfes, er lernt dazu, wird ein paar Rückschläge erleiden, aber wird dann stärker zurückkommen innerhalb des Kampfes und kann somit dann letztendlich auch eine Big Mom besiegen. Natürlich, wenn der Kräfteunterschied so abnormal krass ist, dann ist klar, dann kann er sich da nicht anpassen oder kann auch nichts machen, so, das ist klar. Ich glaube, bei Katakuri war es gerade der perfekte Abstand. Katakuri war am Anfang wirklich schon sichtlich überlegen, aber dann noch nicht so krass überlegen, dass es komplett ein anderes, übertriebenes Level war, sondern einfach zwei Nummern krasser als Ruffy, aber immer noch nicht zu krass, um sich jetzt letztendlich anzupassen und auch stärker zu werden. Und ich glaube, genau so muss es sein. Ich glaube, das würde ich als nächste Instanz jemand sein muss, also jemand muss gegen Ruffy kämpfen, der ein bisschen krasser als Katakuri ist. Also ich würde da schon eine Katastrophe von Kaido mir wünschen, die stärker als Katakuri ist, gegen die er dann kämpft, gegen die er dann nochmal stärker wird und sonstiges. Und dann muss er sich immer schrittweise stärkere Gegner vornehmen, die aber auch immer noch stärker als er selber sind, damit er selber sich auch steigern kann. Weil mit Training, mit normalem Training, kann man in der One Piece Welt jetzt auf diesem Niveau, auf dem Ruffy kämpft, kann er nicht mehr stärker werden, Leute. Das müsst ihr immer wieder im Kopf haben. Deswegen nochmal ein Timeskip, wo er irgendwie mit Rayleigh nochmal trainiert oder mit Shanks, sag ich mal. Okay, Techniken mit dem Königshaki sonstiges, die kann er natürlich noch dazulernen, das ist klar. Aber jetzt allgemein, die Haki-Fähigkeiten, die hat er perfekt drauf. Die kann er aus dem FF, Leute. Die muss er nicht nochmal erlernen oder sonstiges. Oder auch die Gear-Attacken, die muss er nicht nochmal lernen. Und er hat ja auch zurzeit keine neue Fähigkeit. Ich glaube, wenn er da noch länger rumtüfteln würde, jetzt ein, zwei Jahre nochmal in Sand setzen würde, würde da nicht so viel bei rumkommen, wie in den ersten ein, zwei Jahren, die jetzt vergangen sind beim Training. Da hat er richtig viel gelernt und deswegen braucht er einfach krasse Gegner, die ihm Haki-mäßig nochmal überlegen sind, um krasser zu werden. Und deswegen ein Timeskip, auch Leute, die sagen, zweiter Timeskip und so, das macht wirklich wenig Sinn. Oder hat das nicht ohne Grund so geschrieben, dass er im letzten Flashback hat Rayleigh da auch nochmal gesagt, dass man stärker wird, wenn man halt gegen stärkere Haki-Nutzer kämpft und das wurde extra so gesagt, damit das auch gerechtfertigt wird, dass er im Kampf stärker wird und dann trotzdem einen Gegner, der eigentlich sichtlich überlegen ist, dann trotzdem noch bezwingen kann. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Son Goku, dieses Saiyajin-Prinzip, dass man auch immer stärker wird, umso angeschlagener man wird. Und Saiyajin sind ja auch, also gerade Son Goku hat sich auch immer angepasst an die Kämpfe und so und wurde dann auch über sich hinausgewachsen. Und genauso ist das Gleiche jetzt auch bei Ruffy. Und deswegen, Leute, muss man das immer wieder im Kopf haben, dass ein Timeskip jetzt nichts bringen würde. Und wer würde Ruffy besiegen? Das ist eigentlich eine simple Antwort. Man könnte theoretisch sagen, jeder, der einfach stärker ist als Katakuri, ist stärker als Ruffy an sich. Weil Ruffy und Katakuri, Ruffy hat ihn wirklich knapp überboten, aber man muss sagen, Ruffy wird stärker in einem Kampf. Deswegen diese Frage, so, wer ist stärker als wer? Powerscaling allgemein in One Piece ist eh so ein Thema.
Thema. Und dann muss man sagen, Ruffy könnte es theoretisch mit jedem aufnehmen und er wird es auch mit jedem aufnehmen. Er wird von nichts zurückschrecken und er wird stärker in einem Kampf. Bis zum Tode wird er kämpfen, wird immer wieder aufstehen, weil er sein Ziel, Piratenkönig zu werden, einfach immer vor Augen hat und immer wieder aufstehen muss und sich anpassen muss und stärker werden muss, Leute. Und deswegen könnte er es irgendwann theoretisch mit jedem aufnehmen. Die nächste Frage, die letzte für heute. Wo glaubst du, ist das vierte Road Poneglyph und werden wir dazu einen eigenen Arc bekommen? Und ich kann mir vorstellen, ja, und ich habe auch klare Vorstellungen, wo es sein wird. Es ist zwar wirklich aus dem Nichts gegriffen, wir haben keine Anhaltspunkte, gar nicht. Und es gibt mehrere Theorien, mehrere Einfälle, wo das letzte, vierte Road Poneglyph sein könnte. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass der Elban Arc kommen wird. Wir haben Elban nämlich gesehen im Flashback von Big Mom und so. Alles, wir haben die Insel gesehen und wir haben die Riesen gesehen dort. Und die Riesen und der allgemeine Elban Arc wird auf jeden Fall noch eine wichtige Thematik werden. Alleine wegen Lysop, dass der auch sein Highlight kriegt, sein Arc mehr oder weniger. Der wollte immer nach Elban, wollte ein krasser Krieger werden. Und wir haben gesehen, dass die da wirklich so eine Wikinger-Mythologie haben oder sonstiges, dass die Häuser wikingermäßig aussehen. Und wir haben gesehen, dass Shanks sein Schiff auch so wikingermäßig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht das Schiff von Shanks gebaut haben oder dass dort einfach hergestellt wurde. Und ich glaube auch immer noch an die Theorie, dass die Elban, dass die Riesen dort einfach mit Adamsbäumen, diese legendären seltenen Bäume, einfach handeln. Und ich glaube, dass die Adamsbäume nämlich extrem große, riesige Bäume sind, die halt extrem schwer zu fällen sind, oder es sei denn, man ist ein Riese, und dass die auch dann das Schiff gebaut haben und dass Shanks Elban unter seinem Territorium hat. Das glaube ich alles. Man hat wenig Anhaltspunkte, so gut wie gar nichts. Es gibt nur ein paar Hinweise. Und ich glaube, das vierte Road Poneglyph wird dort auf Elban sein, und zwar genau oben am Baum. Leute, wir haben nämlich Elban-Insel gesehen und haben dort rechts gesehen, dass dort ein riesiger Baum, also wirklich ein riesiger Baum über die Wolken, über den Wolken noch letztendlich hinausragt. Und es soll, glaube ich, Yggdrasil sein, der Baum des Lebens aus der nordischen Mythologie. Und ich glaube, dass das der das sein soll. Und ich kann mir vorstellen, das wird ja auch oft so gesagt, dass Yggdrasil als Medium zu den Göttern auch genommen wird, dass man da eventuell auf eine Himmelsinsel raufkommt oder durch Yggdrasil, durch den Riesenbaum, ich weiß noch nicht, wie der heißt in der One Piece Welt, es ist auf jeden Fall ein Baum, dass der dort oben auf jeden Fall zu irgendeinem heiligen Land oder dass dort, ich will nicht sagen, dass dort die Teufelsrüchte gewachsen sind oder sonstiges, aber dass dort oben das letzte Road Poneglyph ist, Leute, das ist aus dem Nichts heraus, ich weiß, Leute, aber ich glaube das einfach, es gibt darauf wirklich keine Hinweise, es ist nur verschollen, es würde Sinn machen, dass auf einer Insel, die Shanks als sein Territorium hat und die Hinweise letztendlich, dass er ein Wikinger-Schiff hat und dass das letztendlich so Wikinger-Mythologie angehauchte Riesen sind. Parallelen sind halt da. Und Kaido und Big Mom auch ein Road Poneglyph. Deswegen würde es Sinn machen, dass Shanks auch eins hat und es dort oben vielleicht irgendwie versteckt. So, ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir mehrere Fragen auf Instagram. Ich werde sie auf jeden Fall in anderen Videos noch hier beantworten, denn ich bin gerade im Urlaub in Ägypten, Leute, und ich muss ein bisschen vorproduzieren und deswegen habe ich, immer wieder FAQ-Videos, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.